Mittelfeldspieler Nuri Sahin wechselt mit sofortiger Wirkung von Borussia Dortmund zu Werder Bremen. Beide Vereine bestätigten den Transfer am Freitagnachmittag offiziell. Am letzten Tag der Transferperiode gelingt den Bremern damit ein echter Transfer-Coup. Der Vertrag des früheren türkischen Nationalspielers beim BVB, der noch bis Sommer 2019 gültig war, wurde aufgelöst. Der 29-Jährige kam unter Lucien Favre bisher nicht zum Einsatz. Zuletzt wurde über einen Wechsel zum türkischen Erstligisten Galatasaray spekuliert. Bei Werder erhält Sahin die Rückennummer 17. Über die Vertragsdauer machten die Norddeutschen zunächst keine offiziellen Angaben. Laut Deichstube unterschreibt Sahin für 2 Jahre und kostet rund 1 Million Euro Ablöse. Nuri Sahin, zweiter Mann fürs Zentrum bei Werder Bremen: Ich möchte mich von ganzem Herzen bei dem Verein und den Fans für die zurückliegenden gemeinsamen Jahre bedanken. Ich gehe nicht ganz, denn Borussia wird immer in meinem Herzen sein, wird Sahin in der Mitteilung des BVB zitiert. In Werder Statement sagt er, die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer waren sehr gut. Werder ist immer noch ein großer Verein, bei dem man aktuell auch das Gefühl hat, dass hier etwas heranwachsen wird. Ich freue mich darauf, dabei mitwirken zu können. Sahin ist nach Davy Klassen der zweite Transfer für die Bremer Mittelfeldzentrale, die im Sommer Thomas Delaney an den BVB verlor. Der Dane bracht Bremen 20 Millionen Euro ein, die direkt reinvestiert wurden, et nur Sahin wechselt nach Bremen, nur bliebet immer Teil unseres Clubs. August 2018 weitere Neuzugänge an der Weser: Julia Osako, Claudio Pissarro, beide vom 1. FC Köln, Martin Harnik von Hannover 96, Felix Beimo von Djurgårdens, Stefanos Capino von Nottingham Forest, Jan-Niklas Beste von Dortmund zu 19 und Kevin Möwald vom 1. FC Nürnberg, mehr zu Werder Bremen und BVB.